Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, bin heute mal wieder unterwegs, aber keine große Tour geplant, sondern will einfach nur mal wieder in mein Waldstudio zum Kaffee trinken. Ich habe gedacht, ich nehme euch mal mit, weil da will ich euch noch mal was zeigen. Also, bis später. Ja, auf der ehemaligen Bahntrasse Haltern-Wesel fahren wir jetzt vorbei an der schlanken Auguste. So wurde hier liebevoll dieser Förderturm genannt, als er noch in Betrieb war. Ich liebe es einfach, durchs Münsterland zu fahren. Den Alarm, den ihr gerade hört, der kommt vom Chemiewerk, vom Chemiepark Mahl. Ist aber nichts Besonderes. So, jetzt fahren wir hier gleich nach Lippramsdorf rein. So, dann nehme ich euch einmal mit durch den Ortskern von Lippidorf. Aber das ist nicht viel. Ist hier quasi schon fast alles. Ja, ich bin ja mal gespannt. Da am Ende des Feldes ist mein Waldstudio, mein Lieblingsplatz. Ich bin aber schon echt lange nicht mehr hier gewesen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sich da irgendwas verändert hat. Ja, ich wollte eigentlich von der anderen Seite anfahren, weil hier ist immer so sandig. Aber da waren gerade Baumfellarbeiten. Keine Chance. Oh, ist ja nicht schlimm. So, ich habe das Plätzchen wiedergefunden. Jetzt erstmal eine Jacke anziehen. So, und jetzt zum eigentlichen Grund meines Hierseins. Also wer meine Videos schon eine Zeit lang verfolgt, der wird dieses Teil hier schon mal gesehen haben
Und zwar ist das die GSI Java Press, also eine French Press für Outdoor. Letztes Jahr irgendwann habe ich mir die, Anfang letzten Jahres habe ich mir die irgendwann geholt. Und ja, ich würde mal so schätzen, so 100 Mal habe ich damit schon Kaffee gemacht. Gefällt mir sehr gut, das System. Hat für mich nur einen Nachteil, und zwar Plastik. Okay, ist zwar BPA-frei, und GSI vertraue ich da dann auch mal, wenn die sagen, dass es BPA-frei ist. Ist jetzt also kein China-Kracher oder sonst wie. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann die ganze Zeit immer mal wieder umgeschaut, ob ich nicht doch irgendwie was aus Metall finde. Und das habe ich gefunden. Jetzt vor, weiß ich nicht, vor 2 oder 3 Wochen habe ich das Ding das erste Mal gesehen. Dann habe ich es bestellt. Habe schon letzte Woche Montag bekommen, wollte eigentlich am Wochenende schon dieses Video hier drehen. Naja, hier ist das gute Stück von Bestagut. Also irgendein China-Kracher. Kommt im schicken, einfachen Karton. Habe ich jetzt nicht dabei, wollte ich jetzt nicht mit rausnehmen. Gibt es in 2 Varianten zu bestellen. Einmal mit diesem Topf-Cozy und einmal ohne Topf-Cozy, aber mit Beutel. Die Version mit Topf-Cozy, die war zu der Zeit vergriffen. Deshalb habe ich ihn ohne genommen. Mittlerweile kannst du den aber auch extra bestellen, was ich auch getan habe. Weil der hat auch noch die richtige Größe für meine anderen Taux Titantöpfe, die ich habe, und ist dann halt mal ganz praktisch, wenn man mal im Topf eine Mahlzeit ziehen lassen will, dann kann man die ganz gut da drin warm halten. Ist keine Thermoskanne, also ganz gewiss nicht, aber um mal so über 10 Minuten, Viertelstunde etwas ein bisschen wärmer zu halten als ohne, funktioniert schon ganz gut. Ja, ist ganz praktisch das Teil auch. Mit Reißverschluss, das heißt, kann auch, wenn ich einen heißen Pott habe, kann ich den auch so reintun, und dann funktioniert das auch, ohne dass ich mich verbrennen muss. Ja, so sieht das schicke Teilchen jetzt aus. Ich habe ja gesagt, ist aus Metall, von Bestagut. Kenne ich nicht weiter, wird auf jeden Fall irgendein China-Kracher sein. Steht drauf 750 Milliliter. Ich weiß nicht, kann man es auf der Kamera, ja doch, kann man sehen. Gradierung drauf bis 500 Milliliter. Also ja, 550 würde ich mal schätzen, kriegst du auch noch rein. Und dann ist gut. Das heißt, da es eine French Press ist, hier mit Stempel. Der Deckel ist fest dran. Das Gute an dem Teil ist, ich habe jetzt hier einen ganz stinknormalen 750 Milliliter Pott in einer ganz guten Qualität. Ich würde sagen, habe ich mit meinen Torx-Töpfen verglichen, da tut sich, glaube ich, nichts. Zur Legierung kann ich jetzt nichts weiter sagen, aber es ist schon, glaube ich, ganz okay so. Und das Gute ist, wie gesagt, vom Durchmesser her ist der wie meine 550er oder der 600er Pott von Toks, die ich habe. Ja, jetzt ist der hier auch noch mit so einem Henkel oben, um den übers Feuer zu hängen. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber okay, ist dran. Das Gute ist, also, ja, klappert eigentlich nicht. Klar, wenn er irgendwann fängt er dann doch an, aber klappert auf jeden Fall nicht so schnell, und das finde ich eigentlich ganz gut. Hinten die Griffe, na, jetzt wo es ein bisschen kälter ist, in der Wohnung habe ich es gestern ausprobiert, da war er dann doch am Klappern, aber das ist aber nicht so schlimm, wenn er im Säckchen ist, klappert da nichts, und das ist ganz gut so. Ja, wie gesagt, der Stempel hier mit dem Sieb,
ist aus Edelstahl, auch oben der Griff ist recht schwer, der wird auch Edelstahl sein. Und der Deckel selber ist dann wieder Titan. Insgesamt soll das Ding 220 Gramm wiegen. Ich habe es zu Hause mal nachgewogen. Ich bin nur auf 209, glaube ich, gekommen. Ich blende mal gleich das Foto ein. Allerdings nur der Topf mit dem Stempel. Ich weiß ja jetzt nicht, ob die vielleicht mit dem oder mit dem Cozy oder mit dem Netzbeutel gewogen haben. Das weiß ich jetzt nicht. Ich wiege zu Hause noch mal mit den beiden Dingern und dann wissen wir es genau. Die große Java Press ist aber auch, ich glaube, 100 Gramm schwerer und ist auch mit ein Grund für dieses Teil. Nicht das Gewicht, die 100 Gramm, die stören mich nicht weiter, aber das Packmaß, weil ich bekomme, jetzt kannst du ja mal zeigen, also das ist das Kochset, was ich immer mitnehme. Da ist dann meine Tasse drin, da ist der 600er Pot drin, da ist der 1,1 Liter Pot drin und dann das dazu, da haben wir schon ein ganz schönes Packvolumen und hier die Java Press, die passt hier noch mit rein, okay, dann wird es ein bisschen höher, aber das funktioniert auch noch ganz gut. Klar, dann passt die Tasse hier nicht mehr rein und den 600 Milliliter Pot, den lasse ich dann auch zu Hause, weil den brauche ich dann nicht. Die Tasse kommt dann raus, die habe ich dann extra, aber ist dann vom Packmaß her dann doch um einiges kleiner. Ja, nicht lang schnacken, würde ich sagen. Jetzt wird mal ein Kaffee gekocht. So, ich bin dann mal gespannt. Von der Zubereitung her ist es ein bisschen anders, als ich es von vorher gewohnt bin. Und zwar soll man das Auseinanderziehen ist immer mit einem unangenehmen Geräusch verbunden. Und zwar soll man im Prinzip von vornherein hier seine fertige Mischung reinmachen. Also sein Kaffeemehl und Wasser schon komplett rein. Wo ist mein Spork? Wo ist er? Und dann aus Wasser stellen. Keine Ahnung, aus Wasser stellen, aus Feuer stellen. So, ich packe da mal ein guten Sporklöffel rein auf die bisschen über 500 Milliliter, die da jetzt drin sind. Umrühren soll helfen. Ah. Ich glaube, das mache ich nächstes Mal anders, aber mit dem kalten Wasser vermischt sich das natürlich nicht ganz so gut, das Kaffeemehl, aber okay, soll erstmal gut sein. Mache ich gleich Feuer an und dann schauen wir mal weiter. So, dann den Deckel samt Stempel drauf. Griffe ausklappen. Dann hier mal den Toks anzünden. Den Siphon anzünden und dann warten wir mal ab, was passiert. So, es macht Geräusche. Ich glaube mal, es ist heiß genug. Ich werde es mal vom Feuer nehmen.
Oh ja. Scheint heiß zu sein. Und dann mal langsam den Stempel runterdrücken. So, und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob da Kaffee rauskommt. Gucken wir mal. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Es gibt Kaffee. Ja, ist doch ein bisschen dünn, hätte, na, entweder ich hätte noch ziehen lassen müssen oder einen Löffel, ja, einen ganzen Löffel mehr, naja, aber nichtsdestotrotz. Ja doch, so dünn ist der nicht. Mal wieder hier reinstellen, dann bleibt die zweite Tasse schön heiß. Ja, bis jetzt würde ich sagen, ganz zufrieden damit. Sauber machen ist, die einen sagen, ja, man braucht zu viel Wasser, aber eigentlich braucht man gar nicht so viel Wasser. Ja, das heißt, also so 100 bis 200 Milliliter brauchst du schon, um das einigermaßen sauber zu kriegen. Klar, deswegen, wie gesagt, auf eine Trekkingtour würde ich es nicht mitnehmen, aber zum Fahrradfahren oder für eine Tour, so wie heute, oder eine Tour mit dem Rucksack im Wald nur zum Kaffee trinken. Ja, ich werde mein Käffchen jetzt noch genießen, bedanke mich fürs Zuschauen und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr draußen Kaffee macht.